Endlich geht's los. Knife Front auf Mirage. Wer gewinnt die Knife Front, darf sich aussuchen, ob Stay oder Switch. Macht das V-Sports International oder vielleicht doch die Dänen, vielleicht doch Homeless. Und das sieht gut aus. Mindestens für Homeless. 2 Games Überzahl gehabt. Die Knife Front entsprechend gewonnen. Sie geht auf den Switch. Homeless startet also auf der City-Side. Und V-Sports muss rüber. In den ersten 15 Runden versuchen, die Bombe auf A oder B zu legen. Erste Runde ist live. Die erste Pistol-Round mit Kevlar und Smoke bei Homeless. Meine Kit und Smoke bei Homeless. V-Sports mit viermal Kevlar, Smoke und Doppelflash bei BMLN. Also gehen auf den 3x-B-Hold anfänglich, währenddessen Smuffsy und Papa Lappa sich in Richtung Underpass begeben. Rau, Crass, am Mitte offensiv, kurz wieder etwas tiefer zurück, mal kurz ein bisschen springen, ein paar frühe Infos holen und dann kommen die ersten Granaten in Richtung Connector. Vitex hinten im CT drin, gibt eine erste Flash rein, sieht hinten BMM entsprechend den ersten, den zweiten Engineer auf dem A-Spot. Crass versucht's Mitte oben, steht Sparta. Gar nicht holen. Er versucht es jetzt mit der USP, gibt einen ersten, einen zweiten, einen dritten Trade. Und urplötzlich die Überzahl weg. BMLN angeschossen. Papalapa steht vorm Connector, schaut Richtung CT. Oh, dreht sich unglücklich um, ist 1 gegen 2. Und da hat er keine Chance mehr. J-Moments mit dem letzten Frag. Und die Bombe kann auch noch ohne Kit defused werden. 1-0 Homeless, Wii Sports International. Immerhin mit dem Bombplant. Ein bisschen extra Geld und das eben verspricht die erste verfrühte Byron. Direkt Doppel-M4, Farmers, Doppel-SMG, viele, viele Granaten bei Homeless. Resports bleibt bei P250s und Deagles. Und der vielleicht für Long Distance ein paar Headshots zu setzen. Ja, Rampe reingeflasht, aber Rau ist blind. Kann da also nicht offensiv durchgehen. V-Sports bleibt oben, Rampe, Palace drin. Ja, sie passt natürlich entsprechend auf. Haben bisher keine Probleme. Spartan zieht sich zurück. Papalapa, Sia, Mitte, gibt's die erste Flash rein. Vitek zum ersten. Für den zweiten reicht es allerdings nicht mehr. Und zum Glück ist Intech close. Kann instant traden. 1 gegen 4 Unterzahl. Sparta versucht's in Richtung B-Spot. Und da steht immer noch J-Moments. Ah, der hört die Steps, jetzt den Crossen. Letzter Headshot fliegt dementsprechend 2-0 Homeless. Und jetzt aber liegt's an Wii Sports. Ab in die erste verfrühte Byron. Gibt Kevlar, Arkas, eine Galil, ein paar Smokes, ein paar Flashes. Allerdings, zu viel vorhanden ist jetzt wirklich auch nicht. Muss also sparsam umgehen. Die Granaten müssen den maximalen Nutzen von sich tragen. Crass mit der ersten Connector-Smoke gibt eine Flash hoch in die Mitte rein. Rau in Richtung Leather Room. Intake hält kurz. Und Respots. Und einfach ein bisschen zu prüfen. Vielleicht mit ein bisschen Glück den ersten Vorteil zu setzen. Ein bisschen Schaden zu machen. Bevor es eben am Ende der Runde in Richtung Side-Go geht. Ah, die erste Nate sitzt gut. Smuffsy runter auf 50. Und dessen der Rest des Teams erstmal noch in Richtung T-Spawn unterwegs ist. Aber Homeless hat schon viel Equipment rausgehauen. Nur noch Molotovs, eine einzige Smoke, zwei Smokes und Flashes in der Hand. Rampe, Vitex offensiv, geht wichtige Infos holen, weiß, vor Rampe steht nichts. Und die Defense von Homeless konzentriert sich ein bisschen Richtung B-Apps, Richtung B-Short. Im Moment hört die ersten Schüsse, weiß, dass Spartan close ist. Hat es dadurch die Smoke probiert. Natürlich verrät sich selbst dadurch. Lappalappa. Ja, Molotov faust ihn zurück, im Moment erster Fort. Er weiß jetzt rechts, hinten am Sofa steht er. Gibt eine erste Flash rein, um rauszukommen. Links, rechts, doppeln sie. Noch einen zweiten hinterher. Und dann sind es nur noch Papalapa und Sia. Und ihr wisst, kurz steht, Spot steht irgendwo in Tech. Und auch Sia gedoppelt von Crass und von Rau. Und hat keine Chance mehr, da irgendwie im 1 gegen 2, 1 gegen 4
zu überstehen. 3-0 Homeless, guter Start auf Mirage. Und Wii Sports, da ist es erst nochmal Pistoleco, bevor es in die zweite Barround geht. Wieder Deagles, eine P250 in der Hand. Long Distance, könnte das durchaus nützlich sein. Nintech und die ersten Infos. Mafsi springt unten in den Raum, der offensiv Underpass gepusht ist. Man weiß, Mitte oben stehen sie hinter der Box mit zwei, drei Mann. Habt auch hier wieder offensiv reingepusht. Mit der MP9 vielleicht noch ein bisschen Geld farmen. Auf die Close Distance. Zweiter Ballon, diesmal mit deutlich mehr Equipment in der Hand. Viele Smokes, viele Molotovs. Durchaus gute Voraussetzungen. Bei Homeless immer noch kleine Defizite durch die Farmers bei Crest und die Empinern bei Rau, der wieder offensiv Underpass pusht. Was er auf die erste Flash, die kommt. Oh, und er holt fast zwei. Sparta ist da, kann traden. Also keine bleibende Unterzahl für Wii Sports International. Geht hier wieder offensiv die Rampe vor. Intech hält kurz, Mitte daher ein bisschen offener. Palace steht Sia und Crass. Ah, hat da oben einen Blick rein. Sia guckt noch in Richtung Leiter. Jetzt links gesehen. Spadon sitzt. Überzahl. Aber Vitex, wenn er jetzt die Steps hören kann und die Bombe rausnehmen kann, das wäre optimal. Sieht hier hinten Red Cross sind. Mafsi geholt. Bombe choppt in die Mitte rein. Und das ist perfekt für Intech, wenn nicht die Smoke liegen würde. Überzahl weg, 3 gegen 3, Bombe gepickt, sie laufen in die Connector rein, Intech ist da, Bombe droppt erneut. Papalapa, er weiß, Kurz steht, Window steht, Mitte oben auch noch irgendwo Vitex. Underpass geschaut, so, perfektes Timing, Bombe erneut gedroppt. Und Vitex geht offensiv, 30 Sekunden, oben steht Sia. Und er bekommt immerhin ein 1 gegen 2, um es machbar zu machen. Bombe liegt immer noch hinter, nicht aufgenommen. Wenn er jetzt in Richtung B rausgeht, könnte die Zeit so ein bisschen der kritische Punkt sein. Sucht erstmal das 1 gegen 1, Sia. Und kriegt dann Kitchen. 15 Sekunden auf der Uhr, links unten immer noch J Moments, Close Distance, er droppt runter. Und das reicht nicht. 5-0 für Homeless. Gibt die erste taktische Pause. Merkt jetzt, okay, Jungs, wir haben uns das Ganze irgendwie anders vorgestellt. Wir wollten eigentlich gerade durch den Baumplan vielleicht die erste Baron und die zweite Baron mindestens spätestens. Nur auch die ging erstmal in den Sand. Man braucht jetzt eine entsprechende Taktik, um hier die Dänen so ein bisschen aus dem Konzept zu bringen. Es gibt nur Pistols. Kevlar. 1-2 Granaten für Wii Sports. Natürlich Homeless. Full Barond, gar keine Frage. Full Nades, Full Kevlar, Full Kits. Wir brauchen jetzt den Erfolg, Wii Sports. Gebt die erste Smoke fürs Window. Damals sneakt sich langsam unten Underpass durch, währenddessen der Rest Upper mitsteht, also mit Control, die angepeilt wird. Jetzt kommen sie langsam raus. Connector, Vitex, Jamie Romans bleibt noch auf B stehen. Rau, B250, Close Distance, und dann kommt Intech von kurz. BMLN, Connector, Molotov haust ihn raus. Ah, geht da auf die One-Test und jetzt ist Set, aber die Shots gehen einfach nicht rein. 6-0 für den. Und Wii Sports in der dritten Byron. Gibt zum ersten Mal die AWP für Smuffsy. Und dessen der Rest des Teams bei den Arkas bleibt. Wieder viele Granaten.
Smokes, Molotovs, Flashes, normale Granaten. Also alles in der Hand bei Respots. Swarovski, offensiv kurz durch. Auf dem Steg drauf. Und dessen sie ja noch die Rampe ab, dass er keiner laufen wie wieder durchpusht. Raum mit dem ersten Flash an der Pass gespottet. Info ist gut. Tress bleibt etwas defensiver vom Connector stehen. Nicht bloß keinen Nachteil einstecken, bloß nicht in der Unterhaltsgrenze ausspielen. Dafür gibt man Respots die Kontrolle über die Mitte. Stackt mit 3,5 Mann auf dem A-Spot. Intech hält das Window, hält den Jungle. Dementsprechend schnell auf dem B-Spot mit bei. Der Moments, nächste defensive Smoke in Richtung B-Apps. Da kommt auch Respots langsam mit 3 Mann. Papalapa im Ladder Room. Klassischer B-Split. Und der Moments braucht jetzt Hilfe. Intech schiebt drüber. Gibt eine Flash, den Molotov. Alles da mit rein. Schauen wir uns nicht bekannt. Guckt nach oben, bringt die Maps. Spannung sitzt nicht. Kurz steht immer noch Papalapa. Wenn der Tornado jetzt kommt, könnte es durchaus die Chance sein. Er macht noch guten Schaden. Es sind 3 gegen 3. Bombplant sollte durchgehen. Rau versucht es nicht durch die Box. Schaut hinten Richtung Van. Und da kommt Smurfsy einfach ohne Deckung. 2 gegen 3 Unterzahl Sideshot. Sie wissen, Kitchen kommen sie. Papalapa. Erster Flash kam raus. Dreht sich um. Kurz kommt Vitex. Und der ist bekannt. Guckt nur Richtung Spawn. Papalapa. Falschen Fokus. 1 gegen 3. Sie ja. Mit Instant gedoppelt. Diffuse geht durch. Und auch die 7. Runde. Kein Problem für Homeless. Wie denn? Irgendwas muss doch aufgehen hier. Auf der T-Side. Irgendeine Taktik muss doch fruchten für Respots. Versuchen es wieder. Vermehrt in Richtung B-Side. BMM am Anfang. Kommt schnell rein. Erster Molotov. Erster mit hinten rein. Die macht schon mal gut Schaden. Den Tech. Auch da hagelt Granaten von Kurz. Na, Papalapa runter auf 90. Ebenfalls BLMN. Der erste Fall ist rausgeholt. Überzahl, Homeless, Bombe hinten gedroppt, damit BMLN nochmal reinpieken kann. Flashbang sitzt nicht. Ah, Jim Romans schaut nach links, schaut nach rechts. B-Fire Shots gehen nicht ganz in BMLN rein. Doch kurz steht immer noch Intech. Underpass wartet Sparta. Den ersten Entry auf B. Jetzt der Fokus wieder komplett Rückgang B-Spot. Raus mit da, Intech von Kurz, von Kitchen. Gibt ein erstes Smoke fürs Window. Aber noch kommt Respots nicht nach. An der Kante vielleicht für Rauch. Guckt oben Window. So, das ist bekannt. Bombe droppt nicht runter. Aber on spot steht eben noch hinten an der Bank die AK. 40 Sekunden in etwa. Immer noch Mitte oben Smurfsy, der einfach nicht nachkommt. BML bekannt. Spaydown sitzt nicht ganz. Jetzt aber muss nachladen. 3 Schuss reicht für 2. Jawohl. Das sieht gut aus. Überzahl Respots. Vitex, Kress, Molotov, dotzt unglücklich ab, fliegt vors Window, BMN schaut mit der Orb hinten Richtung Window, Smurfsy hält kurz und dann kommt Kress mit einem, Vitex mit 2, hinten 9er P, 8er P, 1 gegen 1, beide sind sie One-Shot, für die AK, für die AWP, einfach reinschießen, er versucht's, jawohl, und auch der Retake wird erneut geschafft. Nun Homeless, sichere Halbzeitführung auf Mirage. Und Respots, sie hatten die Überzahl, sie hatten die Kontrolle über den B-Spot. Aber es hat nicht gereicht, um die Bombe zu verteidigen. Na, wieder Underpass, offensiv. Sparta muss doppelt traden. Bisher wieder die Überzahl rausgeholt. Smurfsy muss aufpassen. Connector steht, Kurz steht. Versucht er durch die Smoke. Kress bekommt den ersten Schaden. Molotov hinten soll ihn rausforcen, aber guckt etwas zu spät. Wieder Mitte nach.
Und damit die doppelte Überzahl für Wii Sports. Rau, Crass, aufgezeigt. Kurz A-Spot. Die ersten Steps zurück in Richtung T-Spawn aus B-Apps. Crass mit einer wichtigen Info unten an der Rampe. Da kommen jetzt zwei, drei Mann unten raus. Molotov faust ihn zurück. Auch Rau schiebt rüber. Haben doch immerhin eine Smoke. Zwei Flashes in der Hand. Um hier den Retake vielleicht doch nochmal zu perfektionieren. Sie bleiben defensiv. Jetzt geht's nochmal offensiv rein. Papalapa, links, rechts, instant der Trade. Und die AWP, die soll durchgebracht werden. Kein Risiko mehr. Erste erfolgreiche Runde auf dem Konto von Wii Sports. Und jetzt heißt's anknüpfen. Dranbleiben. Geld noch nicht genug vorhanden. Auch wenn es 8 Runden Folge waren. Ah, die Runden. Mal ein paar Verluste gehabt. Wii Sports braucht den Anschluss. Ansonsten ist auch da das Geld erstmal relativ weg. Press. Prefair unten Richtung Rampe. Rau in der Mitte mit der Hauptdurchschießung für Prefire. Hat dabei erstmal kein Glück. BML, kurz Molotov, Smoke rein. Connector, muss Cass aufpassen. Hört die Steps, der weiß, Connector schon close. BML kommt, schaut die falsche Richtung rein, gibt den ersten Vorteil, den zweiten auch noch. Die Überzahl rausgeholt, Raum mit der Orb, Long Distance hat extrem viel Zeit, um reinzuschauen mit der Orb. Und dann kommt da unten Cass offensiv und das reicht für den 3 Frags die Runde. Und die Anschlussrunde, die ist vergeben. 9-1, keine 2 für Wii Sports. Man muss erneut mit Maximum 3-8, der Rest mit 2,5, 2-8 in die nächste Pistol Eco Round rein. Und das natürlich ist sehr, sehr schmerzhaft. Pistols only. 4 Deagles. Breiter Aufbau Richtung B, Mitte, Apps. Nitex. Erste defensive Smoke hinten rein, damit der Rampe abaimen kann. Und klar, BMLN. Traut sich da erstmal nicht rein. Window, Raum. Heute da alleine gegen die Deagles. Gibt eine erste Flash rein. Ah, die Shots gehen bislang nicht auf. Vielleicht hilft ja Intech mit. Ah, sie zweimal stehen. Spadon sitzt nicht ganz. Trotzdem bereits die Überzahl, die dann rausgeholt wurde. Und dann eben können sie den Rifles ganz einfach in die Pistols fighten. Bomblin vielleicht. Die Möglichkeit für Sparta, wenn er einfach hinten mit dem Default läuft. Denn Crash kommt nicht mehr hin. Es gibt den Geldbonus für Wii Sports. Auch wenn die Runde entsprechend nicht geholt werden kann. Bomblin ist sicher. Und der nächste Barrond. Ebenfalls eingeplant. Wir brauchen Runden auf der T-Side, Wii Sports. Smuffy mit der AWP. Wieder Mitte, kurz offensiv durch. Crass, hat eine Gap, sollte Wii Sports kurz durchgehen. Raum mit weggebrannt. Das Ganze erstmal absmoken. Crass schaut Richtung Underpass. Wii Sports hat ein bisschen Kontrolle mit der bekommen. Hat Upper mit, kurz, wo sie schon relativ weit vorne sind. Muss man das erstmal einsetzen. Immer noch mehr als 70 Sekunden auf der Uhr. Homeless wartet defensiv. Raum mit der P250, falls sie ins Window reinboosten möchten. Intech hält Short. Hört die Scopes am Nuki. Ah, ist eine gute Info. Windows Mall kommt rein. Raum, schaut mal. Oh, Prefire. Also das ist die Chance für Wii Sports. Erster Entry ist geschafft. Überzahl ist rausgeholt. Und wie baut man jetzt in Richtung A oder B-Spot auf?
Metex, Crass, Stairs, Rampe, J-Moments und Intech, beide auf den B-Spots. Immer noch zwei Flashes in der Hand, 30 Sekunden. Der Molotov nimmt ein bisschen was raus. Intech von der Attacke vorne. J-Moments ist bekannt. Irrtabell kommt und einen. Jetzt muss hier etwas liefern, wie wir das Ganze handeln. Runter auf 60. Wartet auf die Rotation von Kitchen. Für uns Worten reicht es nicht mehr. Crass, Vtex, M4, AK. Molotov reingeworfen. Beide stehen sich close am Window. Papalapa und BLN. Da sollte eigentlich keiner der beiden denen mehr rauskommen können. Trotzdem versucht man's. Vtex muss die Wand checken. Einzeln gedoppelt. Ist eine gute Info für Crass. Nur der ist schon runter auf 60. Und immerhin noch einen raus. Jetzt runter auf 45. Na, vielleicht noch gegen Sia fighten. Gegen Papalapa. Zweiter Erfolg für Respawns auf der Mirage T-Site. Wieder braucht man die Anschlussrunde. Homeless. Mitte. Erster Offensivflash. Crass schießt mal durch. Na, viel Schaden ist es nicht, den man machen kann. Trotzdem immerhin etwas. Rau. Auch er schaut, aimt die Smoke-Kante ab. Dann hat er eine gute Position. Kann zwei Smokes vorbeischauen. Vielleicht zeigt sich ja Smuffsy. Jawohl! Gibt den ersten Vorteil. Überzahl, Homeless. Und Wii Sports muss aufpassen, denn Rau ist hungrig. Der macht zwei, vielleicht noch einen dritten. Mitte unten, BMNN close. Rau kommt rein. Ah, für den dritten reicht's nicht ganz. Aber der Schaden, der ist angerichtet. J-Moments for B, offensiv Apps durchgegangen. BMLN, Papalapa auf kurz und im Connector. Little Room steht Intech. Und das ist ein einziger 4 mit 23 HP left. Weniger als 60 Sekunden. Bombe down hinten am T-Spawn. Die eben kann Vtech sichern. Was versucht BMLN? 20 HP, 1 gegen 3. Geldtechnisch Respawns hier von Risiko reingegangen. Könnte sich eine AK mit Kevlar sichern. Wäre durchaus worth, wenn der Rest des Teams mitkaufen kann. Bringt Underpass runter. Laut nochmal, nimmt die AWP in die Hand und das war's dann. Waffen safe. Kein Risiko mehr eingehen. Waffe durchbringen. Nur erneut. Zum zweiten Mal heißt das, keine Anschlussrunde für Wii Sports. Intech kommt nochmal. Oh, schneller Scope sitzt. Hat er Glück gehabt, dass er noch reingeschaut hat. AWP behalten. Der Rest forst rein. Gibt noch eine AK. Eine zweite AWP abgegeben. Und Smuffsy. Sparta mit UMP und Papalapa mit Deagle, Kevlar und der Smog. Rau hört erst auf und sieht so Richtung B-Spot. Der muss erst Molotov rein. Der Nate. Ah, der fliegt ein bisschen zu weit, um den vollen Schaden zu entfalten. Mitte geht's offensiv, nur da eben steht noch immer Sia. Der wartet drauf, dass Homeless offensiv pusht. Sie brechen das Ganze erstmal ab, halten das Ganze ein bisschen defensiver. Jetzt piekt er nochmal rein in Tech, währenddessen auf BJ und zuerst Schaden bekommt. AK oben runter. Rau ist da mit der AWP, steht auf kurz. Ja, durch Solz erstmal kein Risiko eingegangen. Die Nate im Anschlag fliegt rein. Ja, macht guten Schaden. Und nochmal Sekunden rausholen. Underpass. Sia. Ja, mit einer guten Möglichkeit. Instant Control von J-Moments oben Richtung Apps. Gerade fliegt ein bisschen zu weit. Währenddessen Wii Sports einmal komplett rüberschiebt Richtung A-Spot. Und da ist es aktuell nur Vtex. Und der muss gleich ins 1 gegen 3, 1 gegen 4. Braucht also schnell die Hilfe von Kurz, von Intech. Der noch so ein bisschen den Cross aktuell hält. Nur alleine sollte er das nicht schaffen. Granatentechnisch, Respawn mit nur noch einer einzigen Smoke in der Hand. Und die muss sitzen.
Vitex, 30 Steps. Oh, der hat wichtige Infos jetzt. Der kann schon mal ansagen. Guckt links, rechts rum. Bombe gespottet. Auf kurz, immer noch in Tag. Mitte nichts gesehen. Bisschen zu spät. Rau, J-Mom und die Zeit ist kritisch. 10 Sekunden. Bombe in der Hand. Defensiver Bombplant. Und immer noch sie, ja, der im Kleckschiff richtig schaut. Mafsi ist da. Und Rau mit der Pistole bekommt den Free Frag. Trifft die Shots nicht. Sia muss raus. Und Sia ist erfolgreich. Dritte Runde Wii Sports. Letzte Runde in der ersten Hälfte. Und aktuell, tja, müssen sie einiges wieder gut machen. In der zweiten Halbzeit. Fullbaround Wii Sports. Und gerade nochmal so, 3 M4s bei Homeless. Gepaart mit 5-7 und 6-Z bei Rau und Intech. Und Rau pusht Rampe wieder offensiv rein. Sie bekommen also frühe Infos. Die Dänen. Tim Moments. Intech. Kurz mit der 5-7. Mit die ersten Steps in Richtung B-Apps. Den ersten Scope von Smurfsy. Jetzt Harris Granaten rein. Oh, instant die Counter-Nate oben rein. Die Counter-Flash. Hält das Ganze ein bisschen auf. Erster Dorf runter gibt den ersten Vorteil. Im Feld am zweiten versucht's er durch die Smoke. Intech versucht's mit der 5-7. Crass. M4 Close Distance. Genauso wie Vitex. Links, rechts kommt Wii Sports jetzt rum. Oh, der Schaden ist gar nicht mal schlecht. Sparta im 1 gegen 2 mit der AK. Holt sich ein 1 gegen 1. Aber jetzt mit 9 HP. One-Shot für jede einzelne Kugel. Rau. CZ. Kitchen. Bombe nicht gelegt und erwischt ihn im Sprung. 12-3 Halbzeit für Homeless. Eigentlich die Piste Round, die hier schon alles entscheiden kann. Gewinnt Wii Sports die Piste, kommen sie ran auf 6 Runden Differenz. Gewinnt Homeless die Piste, könnten sie ganz einfach auf ein 15-3, also auf ganze 12 Matchpoints, sich absetzen. Viermal Kevlar, Kit, Smoke bei Wii Sports. Homeless geht auf 5-mal Kevlar. Ja, pusht Mitte offensiv rein. Smurfsy gedoppelt, getrippelt. Auch BML angeschossen. Runter auf 15. Smurfsy versucht mit der USP. Close Distance. Kurz sind sie durch. Gebt den ersten vor. Da Manson den Trade auf kurz. Doppeln sie. Papalapa, Sparta. Und erneut die doppelte Unterzahl. Und jetzt kommt er mit der USP. Macht richtig guten Schaden. Jawohl, das ist eine Möglichkeit. Aber nicht, wenn dann hinten noch Shemomon steht. Sie wissen, Sia auf dem A-Spot. Die Bombe eigentlich sicher nach B bringen. Sia fliegt rein und einen nicht den zweiten. Und das ist die Piste in den Händen von Homeless. 13-3 Führung. Jetzt geht's um die Wurst. Pistols, Kevlar, Scout. Smurfsy. Erster Anschuss getroffen. Instant Connector, Smoke rein, raus. Schön gespottet. Noch einer drin. BML hat den Deagle, aber die Royal First Nation sind einfach deutlich zu stark gegen die Pistols. Sparta auf dem B-Spot. Ah, Deagle Headshot sitzt noch, aber hinten Kitchen kommen sie schon. Oh, der holt da zwei. Vielleicht noch einen dritten. Kitchen. Reicht nicht. Ja, brennt an auf 4 HP. Und das war's dann. Die Anti-Eco
wird nicht gewonnen. Man geht Kevlar, die Scouts sichern, um sie vielleicht nochmals nächste Runde gewinnbringend einsetzen zu können. Aber es gibt die 14 für Homeless. Letzte Chance, um noch regulär zu gewinnen. Wii Sports forst rein und investieren alles. Na, bis auf drei Mann. Gibt's nochmal eineinhalb. 2000. Homeless. Schnell raus auf den A-Spot mit Granaten. Smokes gehen auf. Flashes ebenfalls. Sia. BMN. Die Granate sitzt nicht ganz. Und das ist unglücklich. Gerade hier, wo es dann so wichtig ist, mit der Granate viel Schaden zu machen. Immerhin die erste Arkan, ja, der Mensch liegt sich in die Smoke rein, verbrennt ein bisschen, ist gesehen worden, mit ein bisschen geprefired, Smuffsy vom Seat mit der Scout. Und BMN hat jetzt durch die Smoke den letzten Hit bekommen. Win. 15-3, 12 Matchpoints. Und Wii Sports hat zum Glück nochmal drei Rifles, ein paar Granaten. Doppel-M4, AUG, UMP, CZ, Homeless wieder mit dem gemeinsamen 5-Mann-Argo. Smuffsy, BMLN, sie stehen zu dritt. Sia, Long Distance mit der AUG, könnte aufgehen. Gibt eine erste Flash hinterher. Oh, Doppelkill Sia. Triple Kill Sia. Raus. Switch auf die Piste. Wirft die SMG weg. Ob da die AK aufzunehmen. Reicht nicht ganz. Und Crest instant gedoppelt, getrippelt. Den ersten von insgesamt 12 Matchpoints konnte Wii Sports abwehren. Jetzt dranbleiben, bloß nicht umknicken lassen. Smuffsy durch die Smoke, aber der Schaden hält sich in Grenzen. Brennt ein bisschen dann auf kurz. Ah, geht jetzt round, Crash Richtung von den Connector, Richtung Underpass. Windows Smoke kommt rein, BMLN zieht sich zurück. Man weiß selbst, man kann nicht wirklich großes Risiko eingehen. Granate fliegt gut. Intake auf 50, Rau auf 60. Ist ein guter erster Schaden von Wii Sports. Smuffsy, close, gegen Vitex. 14 AP, gewinnt das Duell. Auf kurz, Sparta, Papalapa, geboostet auf der Box. Und Smuffsy bleibt defensiv stehen. Erster Trade gegen Papalapa. Smuffsy, Sia, beide angeschossen, beide low HP. Und das sind einfache Frags für Homeless. Die jetzt hier im 3 gegen 3 das Ganze noch durchaus sicher runterspielen können. BMN, Sia, erste hohe Flash rein. Erster Mann ist blind, hört die Steps links, 30 Sekunden auf der Uhr. Und B ist komplett offen. B ist komplett frei. Sie hören die Schüsse auf dem A-Spot, predikten einfach, dass B vielleicht offen sein könnte. Und Sia mit 3 muss ins 1 gegen 3. AUG, Long Distance. Bomb has been planted. Kann aufgehen. Oh, Rau mit einer guten Offensivposi. Checkt Mitte, checkt Window, Connector, Jungle. Sia mit dem ersten. Hat einen Kit. Hat noch eine Flash. Versucht's mit dem Jump über kurz. Da steht Intech. Und der Jens, der kann ansagen. Crash drückt Robert Intech. 1 gegen 1 auf kurz. Sia reicht nicht mehr. Und damit war's das. 16-4.
Homeless gewinnt auf Mirage gegen Wii Sports International.